So, da sind wir wieder und ich grüße euch zu Uncharted 3 Drake's Deception. Ja, heute ist das Spiel ja offiziell rausgekommen. Am 2. Ah, shit, ich glaub mir. Nee, schon mal. Gestern, sorry. Es ist ja schon nach 12. Gestern ist es offiziell rausgekommen. Ich hatte das Spiel natürlich schon weit vorher, hatte aber bis dato noch keine TV-Karte und irgendwie habe ich das Gefühl, die Musik übertönt mich gerade. So, oh, viel besser. Ganz leise machen wir es mal. Können wir ja nachher noch ändern. Ist noch eine kleine Spielerei, wie immer. So. Genau. Und zwar kam leider auch erst heute die TV-Karte. Jetzt musste ich mir noch ein bisschen spielen und mit den neuen Treibern. Ging sie wieder nicht. Ja. Für euch eigentlich alles uninteressant. Auf jeden Fall, jetzt lübt's. Und jetzt werden wir dann gleich loslegen. Ich habe natürlich vorher schon mal ein bisschen reingeschaut, weil ich konnte dann doch nicht so lange warten. Aber es ist trotzdem immer noch blind, das Game. Der Anfang ist mir noch bekannt. Wenn ich ihn überhaupt noch zusammenkriege. Und ja, dann würde ich mal sagen, starten wir jetzt mal durch. Natürlich eine Kampagne. Wir wollen halt ein neues Spiel. Karawane? Ah, Karawane, genau. Nee, doch, ich bin schon ein Stückchen weiter. Aber ich habe es auf einfach gespielt. Wir spielen es aber, was die Bonusschätze des geladenen Spiels für das neue Spiel übernehmen. Ja, wieso nicht? So, ich habe es auf einfach mal angespielt. Wir starten aber jetzt mal mit normal durch. Sollten wir ja halbwegs hinkriegen. Machen dafür natürlich einen neuen Spielstand. Ja, bitte. So, dann starten wir mal durch. Ja, das Spiel hat auch leider ab und zu, gerade am Anfang, noch einige Ladezeiten. Und meine alte, meine Fat Playsy, meine 80 GB Playsy, ist da schon ordentlich am Rödeln. Ich hoffe, man hört den Lüfter nicht arg zu stark. Nach der dritten Tauschkonsole, ich weiß auch nicht mehr weiter. Naja, werden wir uns nochmal beschweren. Vielleicht drücken sie irgendwann mal eine Slim raus. Naja. Ja, gut Ding braucht Weile. Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen. Denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber.
Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentlemen. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Ja. Dann haben wir schon mal die erste Schlägerei. Na los. Da wird uns natürlich erstmal alles geklärt. Der gehört mir! Ja, du nicht. Na, zu spät. So. Und. Batz. Yeah. Ja, lass uns doch mal mit mir. Na los. Ah, du Pisser. So. Keine Sack. Und. Jetzt nicht nachlassen. Genau. Okay, Mann, du bist erledigt. Wo ist der Nächste? Nix da. Friss Holz, mein Junge. So. Was ist denn das? Oh. Hey, du Großer. Hab ihn. Okay, Lil, halt drauf. Lass das, lieber Opa. Scheiße! Oh. Schnapp ihn! Hey, das war mein Drink! Muck dir nicht auf. Komm schon, Jungs, hört auf damit, ja? Ah, falsche Taste. So ein Mist! Komm, klatsche, Mone! Ah! Oder kann ich auch kommen? Dann mach ruhig mit, Sully! Immer mitten in die Fresse rein! So! Ist das alles? Ja, jetzt! Dir batze ich schon eine! Was soll denn das werden? Mann, das ist aber schnell eskaliert. So, ja. Bam! So, wie geht's denn weiter? Ja, wir schon. Ja, danke, erledigt. Mann! Wie übel. Komm schon! Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Oh, nochmal schön entspannen. Streck dich nochmal. Bisschen dehnen.
Und los geht's. Okay, hörst du auf mir. Nimm weniger Anabolika. Ah, Mist, ich sollte mich... Nja, nja, nja. Ist anstrengend. Ja, ist anstrengend. Jetzt. Komm. Nicht zuschlagen, in Deckung gehen. Ich drücke immer zu früh. Ja, raus aus der Schüssel. Geht doch. Yeah. Gesichtsdeformationen vom Feinsten. Alles klar da drin? Orchesti. Nur mein Stolz. Ja, lass uns mal. Komm, los, Nate. Hier. Lass uns abhauen. Wir können hinten raus. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker! Ah! Bombe in der Pfanne! Yo, Meister! Ups. Mist. Oh, verdammt. Komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh. Cutter! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Hm. Yo! Toll. Cartagena, Kolumbien. El Pirata Francis Drake. Der junge Nathan Drake. Würde ich mal sagen. Der auf den Spuren seines Vorfahren ist. Wie immer. So. Okay. Kapitel 2. Großes aus kleinen Ursprüngen. Ja. Passt perfekt. Ist ja gut. Drücken Sie die Select-Taste, um Nates Tagebuch zu öffnen. Dann mache ich hier gleich...
Da mache ich hier gleich mal einen Cut und wir machen dann gleich passend zu Kapitel 2 mit Folge 2 weiter. Gell? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird euch nicht überraschen, aber ja, Uncharted ist wie immer mit vielen Videosequenzen, wie ihr jetzt in der ersten Folge gesehen habt, überrollt und deswegen kann es auch mal sein, dass wir da mehr Videosequenzen gucken als spielen in einer Folge. Naja, also dann, ich mache im Anschluss gleich weiter mit der Aufzeichnung. Bis zum nächsten Mal, euer Mirazo, für dich.